Ein Stadtteil im Wandel. Vielfalt und Ideenreichtum geben dem Wesertor ein neues Gesicht. Besonders in den letzten Jahren hat sich hier vieles positiv verändert. Wohnen und Leben im Wesertor ist ansprechender und attraktiver geworden. Fördermittel der Europäischen Union und aus dem Bund-Länder-Programm Soziale Stadt haben entscheidend dazu beigetragen. Und nicht zuletzt durch das aktive Mitwirken der Menschen vor Ort ist es gelungen, diese Veränderungen auch sichtbar und spürbar zu machen. Einst bahnten sich verschlungene Gässchen ihren Weg durch den Stadtteil, ein kleiner Park an der Weserspitze und die Bleichwiesen an der Fulda waren beliebte Treffpunkte. An den historischen Stadtteil Wesertor erinnern heute das Zeughaus und das Karlshospital. Rund um die Gartenstraße und entlang der Mönchebergstraße ist der historische Charme der Gründerzeit noch zu spüren. Seinen Namen hat der Stadtteil vom Wesertor, das am heutigen Katzensprung stand. Bis in die 1970er Jahre bewohnten vor allem die Arbeiter der Firma Henschel das Wesertor. Dort, wo früher Maschinen und Fahrzeuge gebaut wurden, pulsiert nun ein buntes, lebendiges Unileben. Das Wesertor hat sein Potenzial genutzt. Aus dem einstigen Arbeiterstadtteil ist ein multikulturelles Miteinander geworden. Studenten, junge Familien, alteingesessene Bewohner und Gewerbetreibende genießen das Wesertor-typische Flair. Die Innenstadtnähe, eine gute Anbindung an Bus und Bahn, verschiedene Gotteshäuser, Kindergärten und Schulen sind weitere Kennzeichen für den lebhaften Stadtteil. In der Sonne baden, picknicken oder einfach nur alle Fünfe gerade sein lassen. Besonders im Sommer genießt man im Wesertor den hohen Freizeitwert durch die Lage direkt an der Fulda, die durch eine neue Grünanlage auf den Bleichwiesen noch einmal aufgewertet wurde. Das Wohl des Stadtteils liegt seinen Bewohnern sehr am Herzen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, denn Bürgerbeteiligung wird hier großgeschrieben. Gemeinsam mit der Stadt Kassel können Bewohner, Vereine, Geschäftsleute und Initiativen ihre Wünsche und Ideen zur Um- und Neugestaltung ihres Wesertores einbringen. Viele Projekte wurden schon umgesetzt, um die Wohnqualität und das Leben im Stadtteil dauerhaft zu verbessern. Während auf dem Kinderbauernhof die Kids die Natur entdecken, treffen sich Jugendliche in der Freestyle-Halle, um gemeinsam Trendsportarten auszuprobieren. Das neue Stadtteilzentrum ist ein echtes Herzensprojekt, ein lebendiger, nachbarschaftlicher Treffpunkt und attraktiver Veranstaltungsort. Beim jährlichen Stadtteilfest feiern alte und junge Bewohner sowie Nachbarn aus anderen Stadtteilen gemeinsam. In der Stadtteilzeitung Forum Wesertor gibt es zweimal im Jahr aktuelle Nachrichten aus dem Quartier. Noch bis zum Jahr 2018 und hoffentlich darüber hinaus werden die Menschen im Wesertor von den Mitteln des Förderprogramms Soziale Stadt profitieren. Die nächsten städtebaulichen, sozialen und wirtschaftlichen Projekte sind schon auf den Weg gebracht. Gebäude und Straßenabschnitte dürfen sich über weitere Modernisierungen freuen. Die Infrastruktur wird sich verbessern, das Miteinander der Kulturen soll wachsen und viele neue gute Ideen das Licht der Welt erblicken. Ist Ihre auch schon dabei?